Willkommen zurück bei Super Mario Galaxy. Wir retten die Spielzeugschachtel-Galaxie, indem wir lila Münzen sammeln. War das hier böse? Ich weiß es nicht. Wobei, doch, irgendwie eine blöde Erinnerung habe ich da schon. Also an so ein Pixel-Mario irgendwie, gell? Lila Münzen auf Luigi. Ah ja. Mario? Luigi. Okay, was war daran so schwer? War da ein Zeitlimit? Oder war da einfach leicht zu sterben? Oder was war da los? Da war ein Zeitlimit. 3 Minuten, es gibt insgesamt 150 lila Münzen. Man sollte hier am Anfang, soweit ich weiß, nicht so viele Platten zerstören. Weil der Stern nämlich an genau der Stelle spawnt, wo man anfängt. Oh, ich habe eigentlich schon scheiße begonnen. Das hier ist fies. Das sind 5 Münzen, aber die sind halt auch scheiße schwer zu kriegen. Ja, da muss man jetzt auch wieder irgendwie so eine Struktur reinbringen, dass man da einfach viele Münzen mitnimmt. Boah, wie zum Beispiel die hier. Aber sich nicht den Rückweg verbaut, weil wenn man nicht zurückkommt, dann nützt das einem alles nichts. So, und hier einfach auch taktisch vorgehen. Also die alle mitnehmen und nicht einfach kreuz und quer laufen, weil die Platten verschwinden logischerweise und dann hat man da keinen Zugriff mehr drauf. Oh je. Ja, nicht schlecht. 58 haben wir. Ich habe halt jetzt auch hier überhaupt keinen Überblick, ne? Ich versuche es jetzt einfach mal auf gut Glück. Einige sind auch voll in der Luft, das versuche ich erst gar nicht. Ich hole mir hier nur die sicheren und ich glaube, es gibt genug sichere zu holen. Ja, bleiben wir mal hier in der Ecke. Nehmen wir mal hier in der Ecke alles mit. Das tut ja alles nichts zur Sache hier. Die sind schön. Oh Gott, scheiße gesprungen. Verdammt, Mann! Aber so richtig schlecht gesprungen! Vollidiot. Gut, also ich meine jetzt mich übrigens, ne? Nicht Mario. Der kann jetzt nichts dafür. Das war absolut mein Fehler. Komplett. Gut. Jetzt haben wir aber schon mal ein bisschen was davon gesehen. Und können auch eine gewisse Struktur mitbringen. So, so springt man da rein. Nicht anders. Gut, dann nehmen wir die mit. Ah, der war auch schief. Der war besser. Eigentlich will ich da hinten in die Ecke. Versuchen wir es das nochmal hier. Ja, genau, so geht es. Ich will da hinten in die Ecke, wo man mit den Langsprüngen voll viele holen konnte. Aber machen wir erstmal diese Ecke da. Dann haben wir schon mal einen Großteil. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dann auf dem Weg da hinten so viele zusammen, dass es reicht für die 100. Aber klar, ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich weiß nicht, ob die Zeit stehen bleibt, wenn ich alle Münzen habe. Oder ob ich wirklich den Stern erst haben muss. Und dann ist das Zeitlimit vorbei. Das ist wichtig zu wissen, aber... weiß ich nicht. Kann so und so sein. Oh, scheiße. Allerdings sollte ich mir halt auch nicht den Rückweg jetzt hier verbauen, weil sonst komme ich ja von hier nicht mehr weg. Das habe ich jetzt irgendwie auch nicht beachtet. Fuck. Ja, ist mir zu gefährlich hier. Wieso macht er jetzt... keine Wirbelattacke. Der hat keine gemacht. Ihr habt es ja gesehen, er hat sich gedreht, aber hat keine gemacht. Kein Bock gehabt oder so. Gut, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt schaffe ich es. Jetzt schaffe ich es. Auch wenn das wieder fucking knapp war. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Das ist cooler. Kriegt man voll viele. So rüber, ja. So und so. Und schön darüber springen. So. Was machen wir da jetzt? Das machen wir jetzt so. Gesicht ist kacke, aber wir haben es gut hingekriegt. Die sind aber wichtiger, weil da mehr sind. Haben wir auch schön gemacht. Und da jetzt wieder zurück. Episch. Eine verpasst, aber ist nicht so schlimm. Oh. Und wegkommen tun wir wie? Shit. Risikosprung! Und nochmal Rettung! Gut, irgendwas zusammenkratzen hier. Wir haben 64, das ist viel. Die hier mitnehmen, das sind viele. Und hier jetzt einfach so schön gerade rauf und runter laufen. Das ist gut. Das ist gut und schlau. Da sind viele. Das reicht schon fast. Zum Sieg, tadalala.
Wenn wir die grüne Grütze berühren, sind wir übrigens gleich tot, ne? Nur so zur Info. Das ist genauso, wie wenn wir runterfallen würden. Das ist alles nicht toll, alles nicht lustig. Nein, so gar nicht. Wir haben fast 100, Die hole ich mir jetzt nicht da in der Luft, die sind mir zu gefährlich. Es gibt da nämlich viel chilligere, wie die zum Beispiel. Und jetzt spawnt er da hinten. Geht die Zeit weiter, ja oder nein? Natürlich geht sie weiter, aber wir haben noch genug Zeit, um uns hier jetzt ganz in Ruhe einen Weg zurück überlegen. Aber wir haben eigentlich... Ja, wir müssen eigentlich laufen ohne Ende. Weil alles bricht ja weg. Oh, wir haben es jetzt geschafft, den dritten Versuch. Irgendwie die bösen Aufgaben schaffe ich immer im dritten Versuch. Phantomgalaxie, dritter Versuch. Das dritte Versuch. Zufrieden! Gut. Und ein bisschen Fail muss ja auch rein. Das ist dann die Würze, ne? Die ist die Würze. Okay. 106. Galaxie komplett. Nö. Haben wir hier noch was? Im Moment? Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er immer einmal die Kometen da lässt und sie dann wieder alle zurücknimmt, weil er will, dass ich ihm 20 Sternteile gebe, dass er sie dann wieder zurückholt. Also der will sich echt was verdienen, dieser blöde Luma da. Da, der Betrüger, der. Der hat nämlich die Macht über die lila Kometen und der betrügt mich ohne Ende. Oder hat er noch was da? Natürlich nicht, ey. Das ist doch so ein Betrüger. Und was ist mit Luigi? Der müsste mir langsam mal einen Brief schicken, oder? Ey, das gibt's doch nicht. Arbeitet der auch mal? Wisst ihr, was mit dem sprechen wir jetzt mal? Aber es gibt nämlich noch 3 Luigi-Aufgaben, die langsam mal losgehen sollten. Muss ich erst mit dir sprechen, oder was? Hallo, Depp, du. Arbeite. Hey! Okay. Er hat mir gesagt, in der Eierplanet-Galaxie habe ich höchstwahrscheinlich einen übersehen. Und wenn er ihn gefunden hat, dann schreibt er mich an. Dann hoffe ich mal, dass er das jetzt auch gleich tut. Und in der Zwischenzeit werden wir den Betrüger hier Geld geben, damit er die lila Münzen zurückholt. Ja, ja. Nimm. Nimm. Ja, mein Bauch ist voll. Ich hab dich betrogen. Yay. Für dein Geld habe ich wieder ein McDonald's-Menü gekauft. Okay, in der Loft, im Schlafzimmer und wieder im Maschinenraum. Boah. Dann gehen wir nochmal zurück zum Maschinenraum, weil da kommen wir jetzt schnell hin. Oder? Nee. Geht das da zur Loft hoch? Ja, machen wir es so. Fliegen wir hoch. Ich weiß jetzt nicht, wo mich das hinbringt. Ich glaube, das bringt mich hoch zur Loft. Ja. Aber wir wollen ja nur zum Maschinenraum. Hier. So. Was diesmal? Dieses Mal ist es die Herbstwaldgalaxie. Wie war das da? War das da dieser Kurs, den wir auch mit dem Schatten Mario abgelaufen sind, dass da vielleicht Münzen sind, oder? Wie habe ich mir das vorzustellen? Lila Münzen im farbenfrohen Wald. Ja, auf dem Kurs. Ach, dann ist es aber gar nicht so schwer, oder? Weiß ich jetzt nicht. Sieht jetzt aus. Ja. Nee. Ach so, Zeit. Ja, okay, das gibt dem Ganzen natürlich die Würze jetzt. Ich dachte, ich kann hier abchillen, aber nee, nee. Nichte, nichte. Nehmen wir die mit. Wenn die jetzt halt ein fieses Versteck irgendwie eingebaut haben, ja. Und wir das übersehen und das erst oben feststellen. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir das zeitlich nicht mehr hinkriegen werden. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass alles mehr oder weniger auf dem Weg ist und die sich einfach nur gedacht haben, ja, mit dem Zeitlimit machen wir halt ein bisschen Panik und das war's. Sicher weiß ich es nicht. Ich habe auch kein Schild gelesen, dass es irgendwie mehr als 100 sind. Macht aber auch keinen Sinn. Das werden höchstwahrscheinlich genau 100 sein. Aber immerhin, die Musik ist absolut geil.
Und obwohl sie original Super Mario Galaxy ist, denke ich, wenn ich diese Musik höre, immer an mein Super Mario 63 Let's Play. Und ja, ihr habt richtig gehört, Super Mario 63, nicht 64. Immer wenn ich das erwähne, dann kommt mindestens immer ein Kommentar, der sagt, hast du versprochen, du meinst Mario 64, oder? Nein, meine ich nicht. Schau in meine Playlists. Es gibt ein Let's Play von Super Mario 63. Ein Blick genügt und du weißt, wovon ich spreche. Das ist ein Let's Play, das kann man sich echt anschauen. Ich sollte irgendwie mal wieder so ein Video machen, wo echt alle meine Projekte zu sehen sind, weil irgendwie schnallt nicht jeder, dass es Playlists gibt, wo man auch alte Let's Plays sehen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute glauben, ein Video, das gesendet wurde, das ist dann weg. Nein. Ist schon auf dem Kanal. Ja, schön. Und jetzt? Wie soll ich da hochkommen, bitte schön? Okay, ein Skill. Ja, toll. Und? Ja, das ist ja auch voll unnötig da oben, oder? Arg! Die sind böse. Böse, böse, böse. Okay. Yeah! Wir haben es aber fast. Also, ist ganz chillig. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ich denke nicht, dass wir dann noch failen werden. Oben haben sie noch ein bisschen verstreut. Das habe ich im Anflug gesehen, aber... Ey, was soll das? Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin verbuggt. So ein scheißer Mann. Ja, halt, Mario! Nein, geh zurück! Jetzt macht er so ein Theater um die Drecksmünze. Ey, das gibt's doch nicht! Der hält sich automatisch da fest! Jetzt geh zurück, du Honk! Am Ende verlieren wir wegen dir jetzt! Bleib doch stehen! Das gibt's nicht. Jetzt wird's doch noch dramatisch, wegen so einem scheiß Bug vorhin. Ich steckte in dem Felsen fest. So, jetzt aber schnell, verdammt! 36 Sekunden! Was machst du, Trottel? Los, 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 goddammit! Verdammte Scheiße! Der Schweiß... Er läuft mir von der Stirn. Eiskalt den Rücken herunter. 13 Sekunden. Geht die Zeit auch weiter beim Sternspawning? Bitte nicht. Ich glaub schon, gell? Fuck, 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 Weitsprung! Ja! Okay. Unnötig! Oh Mann. Depp. Aber wir haben ihn. Ja, ja. Sowas wollt ihr sehen, ich weiß. Puh. Aha, hier ist ein Brief von Luigi. Ja, wir mussten ihn also doch ansprechen, den Deppen, ey. Alleine arbeitet er nix. Ich bin also quasi die Agentur für Arbeit und hetz den mal zum Arbeiten, ey. Gut, also er hat was gefunden in der Eierplanet-Galaxie. Das überprüfe ich. Und es ist wichtig, dass man die Luigi-Aufgaben macht, weil uns fehlt ja noch ein Grünstern. Und irgendwann mal... findet er einen. Jetzt findet er aber erstmal einen richtig lame. Also Luigi ist jetzt irgendwo in dem Level versteckt und wir müssen ihn suchen. Das erste kann man relativ schnell hinkriegen. Sieht ihn sogar schon. Da oben steht er. Wenn man einen perfekten Dreisprung hinlegt, dann kommt man hoch und... ja, perfekt. Und schon habe ich den Stern. N1. Also es gäbe natürlich auch den Umweg da erstmal da unten hin, dann durch die Röhre, durch die Passage, durch die andere Röhre und dann ist man hier oben. Wer das Let's Play von Anfang an schaut, der weiß es, weil das habe ich eigentlich gezeigt. Yay! Ich hab den Stern! Luigi. Gut, im nächsten Part holen wir uns weitere Sterne. Viele sind es nicht mehr. Wenn euch der Part gefallen hat, dann... könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Wenn nicht, warum auch immer, könnt ihr immer noch einen Daumen runter geben. Und wenn ihr gechist habt, ist ein Favorit geil. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Galaxy. Ciao.